In diesem Video möchte ich dir einen Überblick geben, was es alles für den Dungeon Crawler Massive Darkness 2 Höllenschlund gibt. Und damit hallo und herzlich willkommen. Und natürlich schauen wir uns zuerst einmal die Grundbox an. Die Grundbox, da bekommt ihr erst einmal 6 Helden mit den passenden Miniaturen natürlich. Es gibt 12 Szenarien, die ihr dort spielen könnt, oder auch Quests genannt. Und natürlich, wie es beim Dungeon Crawler üblich ist, seid ihr dort auf einem Spielbrett und müsst als Gruppe Aufgaben erfüllen. Dabei levelt ihr auf, findet Gegenstände und haut Monster um. Die Helden, die ihr da habt, es gibt insgesamt 6 Stück, den Berserker, den Paladin, den Schamanen, den Magier, den Waldläufer und den Schurken. Mit denen könnt ihr bis Level 5 aufsteigen in diesen einzelnen Quests. Und diese Quests, diese 12 Stück, die erzählen eine zusammenhängende Geschichte. Allerdings ist es so, wenn ihr einen Quest fertig habt, dann wird euer Fortschritt resettet. Ihr startet wieder bei Level 1 und habt auch wieder die gleichen Gegenstände wie am Anfang des ersten Szenarios. Das Ganze kostet 90 Euro. Ist für mich ein sehr cooler Dungeon Crawler. Vom Einstiegslevel angemessen, ist nicht so schwer wie Sword and Sorcery. Deswegen kommt man gut rein. Also das ist auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Allerdings, wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es in dem Hauptspiel keine Kampagne. Und das wird mit der Erweiterung Himmelssturm gefixt. Es ist eine Kampagnenerweiterung mit zusammenhängenden Quests. Und was sich noch verändert, auf jetzt ist es so, dass eure Helden nicht nur bis Level 5, wie im Hauptspiel, sondern bis Level 10 aussteigen können. Und sie nehmen diesen Fortschritt auch mit. Nach einem Szenario werden sie nicht auf Level 1 resettet, sondern sie bleiben das Level, was ihr erreicht habt. Es gibt dementsprechend auch neue Skills von Level 6 bis Level 10 und natürlich auch neue Gegenstände angemessen des Levels. Und es gibt sogar auch neue Gegenstandsarten. Und zwar werden die legendären Gegenstände eingeführt und sogar auch Set-Items für die einzelnen Klassen. Weiter bringt diese Erweiterung weitere Miniaturen mit. Was ein bisschen schade ist, ich sage dir gerade, es ist eine Kampagnenerweiterung, dass die Erweiterung die Quests aus dem Hauptspiel recycelt und mehr oder weniger zu einer großen Kampagne zusammen verknüpft. Es sind also keine neuen Quests. Das Ganze kostet 45 bis 50 Euro, ist dennoch eine klare Kaufempfehlung. Dann kommen wir zu der Gegnererweiterung Feenvolk. Und wie der Name schon sagt, ist es einfach nur eine Gegnererweiterung. Es kommen neue Gegner, neue Miniaturen und neue Karten hinzu. Und es sind alles Feen. Und die haben einen gemeinsamen Theme letzten Endes. Und zwar, die haben so ein bisschen die Fähigkeit, dass sie euch Mana absaugen. Bei dieser Erweiterung kommen keine zusätzlichen Szenarien rein. Und wenn ihr die Gegnererweiterung jetzt gekauft habt, dann ist es so, dass ihr quasi die Karten in euren vorhandenen Gegnerstapel hineinmischt. Und egal ob ihr jetzt ein Szenario oder eine Kampagne spielt, dann könnt ihr halt diese Karten zufällig ziehen. Das Ganze kostet 30 Euro. Ich finde diesen Theme mit dem Mana-Absaugen an sich ganz cool. Allerdings, wenn man dann einmal in einem Szenario nur eine Fee zieht, eine Random-Fee, und es halt gar nicht zu dem Szenario passt, da sind mir dann 30 Euro doch zu teuer, nur um diese Gegner halt eventuell ziehen zu können. Es gibt aber nicht nur eine Gegnererweiterung, sondern es gibt 2 Gegnererweiterungen, momentan auf Deutsch. Und die zweite ist Höllenpforte. Und bei Höllenpforte, da dreht sich im Prinzip alles um den dreiköpfigen Hund Cerberus. Und der bringt noch zusätzlich ein paar kleinere Gegner mit. Allerdings ist es ja auch hier genauso wie bei der anderen Gegnererweiterung Feenvolk, dass es eben nur die Gegner sind. Und die müsst ihr halt auch wieder ganz normal zu den anderen Gegnern zumischen. Es kommt keine zusätzliche Kampagne oder kein Szenario hinzu. Dementsprechend ist auch hier meine Meinung, dass 30 Euro dafür einfach zu teuer sind. Aber es gibt nicht nur Gegnererweiterungen, sondern es gibt auch Heldenerweiterungen. Und die erste Heldenerweiterung, die auf Deutsch draußen ist, sind Mönche und Nekromanten gegen die Makellosen. Was erhaltet ihr in der Box? Ihr erhaltet 2 neue Helden, wie der Name schon sagt. Einmal die Mönche und einmal die Nekromanten. Und für jeden Held bekommt ihr 2 Charaktere, einen männlichen und einen weiblichen, den ihr spielen könnt. Die haben auch unterschiedliche Fähigkeiten, spielen sich dementsprechend ein bisschen anders. In der Box sind zusätzlich natürlich die Skills dabei und die sind bis Level 10 dabei. Also ihr könnt es ohne Probleme für die Kampagne auch spielen. Und ihr erhaltet natürlich zusätzlich auch noch ein wandelndes Monster, das die Makellose inklusive der Gegnerkarten. Das Ganze kostet 30 Euro. Ich finde persönlich, es ist ein gut investiertes Geld. Allerdings solltest du dir vorher anschauen, ob dir die
Helden, Mönch und Nekromant zusagen vom Spielstil. Dafür haben wir auch Heldenvorstellungsvideo im YouTube-Kanal gemacht. Ich linke dir das einfach mal unten in der Beschreibung. Weil ich finde, wenn man 30 Euro kauft und nachher findet man die Klassen dann doch nicht gut, das macht dir dann doch keinen Sinn. Deswegen schau da ruhig mal rein. Ich finde, wie gesagt, beide Klassen spielen sich gut. Dementsprechend von meiner Seite aus wäre das eine klare Kaufempfehlung. Es gibt noch ein zweites Heldenset auf Deutsch. Und zwar sind das die Barden und Tüftler gegen die Metallengel oder gegen den Metallengel. Auch hier ist es so, dass ihr zwei Helden erhaltet, aber auch wieder mit jeweils einem männlichen und einem weiblichen Charakter, den ihr für diesen Helden spielen könnt. Also es kommen vier Charakterkarten. Und auch hier, die Helden sind bis Level 10 spielbar. Und auch hier zusätzlich erhaltet ihr ein weiteres wandelndes Monster, nämlich den Metallengel. Auch hier kann ich euch nur empfehlen, schaut euch vorher mal auf der Website oder in einem Video an, ob euch die Klassen des Barden oder des Tüftlers zusagen, bevor ihr da die Erweiterung kauft. Der Tüftler, der spielt sich sehr komplex und der Barde, der war jetzt nicht so mein Spielstil. Dementsprechend haben wir als Spielgruppe entschieden, diese Erweiterung zu skippen. Auch hier die Erweiterung kostet 30 Euro und wem jetzt der Spielstil zum Beispiel des Barden zusagt, ne, es gibt ja viele Leute, die mögen es, Barden zu spielen. Spielt sich halt wirklich wie in anderen Rollenspielen klassisch, als, mehr so als Supporter. Der kann dann natürlich zuschlagen, aber das muss jeder für sich wissen. Das war es soweit mit den deutschen Artikeln. Es gibt aber noch eine Reihe von englischen Artikeln, die bisher nicht im Deutschen erschienen sind und die möchte ich euch natürlich auch zeigen. Und zwar ist das als erstes eine Kampagnenerweiterung, und zwar die Rainbow Crossing. Das ist eine Kampagne, die aus vier Szenarien besteht, inklusive Gegner mit einem etwas abgespacederen Theme. Und zwar, ihr seht es vielleicht so ein bisschen, die Regenbogen. Und hier so ein Engel-Kid Icarus-Verschnitt und ein Einhorn. Und genauso ist diese Kampagne auch aufgebaut. Ne? Auch das Spielbrett, auf dem ihr rumläuft, da sind auch Regenbogen abgebildet. Das ist wie gesagt ein bisschen hellerer, abgespacederer Flavor. Diese vier Szenarien, die könnt ihr einzeln spielen. Die könnt ihr als Mini-Kampagne spielen. Ihr könnt die aber auch in die Himmelsturm-Kampagne integrieren. In dieser Kampagne können nämlich die Helden eine Fähigkeit erhalten und die könnten sie dann in den weiteren Szenarien oder in der Himmelsturmkampagne auch anwenden. Das Ganze kostet 45 bis 50 Euro. Wer kein Problem damit hat, auf Englisch zu spielen, für den ist die Kampagne eine klare Kaufempfehlung. Wir in der Spielrunde spielen nur auf Deutsch. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass Asmodee die noch ins Deutsche übersetzen wird. Dann kommen wir zur zweiten Kampagnenerweiterung auf Englisch und zwar die heißt Four Horsemen. Und wer die Four Horsemen oder die Vier Reiter aus WoW kennt, so ähnlich sind die hier auch aufgebaut. Es ist wieder eine Kampagne, die aus vier Szenarien besteht und die Szenarien kann man auch alleine spielen oder eben als zusammenhängende Kampagne oder eben auch wie bei Rainbow Crossing in die andere Kampagne integrieren. Wie ich gerade sagte, die Vier Reiter sind so ähnlich wie bei WoW, sind sehr starke Gegner mit sehr speziellen Fähigkeiten. Auch hier ist es so, dass ihr in der Kampagne, das finde ich richtig cool, ihr könnt eine Fähigkeit dieser Vier Reiter als Held erwerben. Und diese Fähigkeit könntet ihr dann auch in der weiteren Kampagne nutzen. Ich würde das mega, mega gerne spielen. Das Problem ist, das war eine Kickstarter-Only-Erweiterung und die ist nur noch sehr schwer erhältlich, kostet momentan so um die 400 Euro und das möchte ich dann doch nicht ausgeben. Dann kommen wir noch zu einer Heldenerweiterung und zwar die Druiden gegen Belzebub. In dieser Erweiterung wird der Druide eingeführt und für den Druiden erhaltet ihr ja auch zwei spielbare Charaktere. Der Druide ist auch ähnlich wie in WoW ein Charakter, der seine Form wechselt und also verschiedene Tierformen geht. Und die Tierformen haben Stärken und Schwächen. Na, er kann zum Beispiel in die Adlerform gehen, da kann er sich unheimlich gut über die Karte bewegen, kann aber nicht angreifen. Und so ähnlich funktionieren halt die anderen Formen auch. Es ist auf jeden Fall ein sehr spaßiger, flexibler Charakter, den ich auch sehr gerne spielen würde. Das Problem ist auch hier, dass diese Erweiterung only Kickstarter war und ihr könnt hier auch, wenn ihr sie kaufen wollt, 400 Euro hinblättern und auch das ist es mir leider nicht wert. Und wie gesagt, leider einfach so mit dem Charakterbogen zu proxen, ist es ja nicht getan. Dementsprechend bleibt dieser Spielspaß zumindest unserer Gruppe erstmal verwehrt. Ich hoffe natürlich, dass die vielleicht auch nochmal irgendwie von Asmodee oder auch von Cool Mini or Not nochmal nachproduziert wird. Dann würde ich mir die sofort kaufen, weil es wie gesagt ein sehr spaßiger Charakter ist. Dann kommen wir zum Darkbringer Pack. Was versteckt sich hinter dem Darkbringer Pack? Das Darkbringer Pack, das bringt für jede Heldenklasse nochmal ein bis zwei zusätzliche Charaktere. Und die Charaktere sind von den Fähigkeiten echt gut. Das Darkbringer Pack war allerdings auch Kickstarter-only und ist nun
auch nur für mehrere hundert Euro erhältlich. Allerdings habe ich einen Tipp für euch, schaut mal auf eBay, da könnt ihr die einzelnen Komponenten oder die einzelnen Helden vom Darkbringer Pack für lau euch bestellen. Habe ich auch schon gemacht, wie gesagt, die Helden sind echt gut. Wenn da eine Klasse dabei ist, auf die ihr Bock habt, kauft euch das. Kommen wir zum Upgrade Pack. Bei dem Upgrade Pack, das macht im Prinzip alle Helden und Monster aus dem ersten Teil von Massive Darkness kompatibel für den zweiten Teil. Das heißt, ihr haltet für die 18 Helden, die es aus dem ersten Teil gibt, neue Karten und auch natürlich für die Monster. Allerdings sind dort keine Figuren dabei. Das heißt, wenn ihr es vollständig spielen wollt, bräuchtet ihr eigentlich den ersten Teil von Massive Darkness. Man kann aber natürlich auch sagen, zum Beispiel, wenn man Bock auf die Helden hat, weil es sind wirklich gute Helden dabei, wenn er da immer so durchschaut, dass ihr sagt, ihr nehmt einfach eine andere Figur, dann könntet ihr diese Helden, das sind diese 18 Stück, direkt spielen. Das Upgrade Pack ist auch noch ziemlich gut erhältlich, kostet auch nur 18 Euro. Und für 18 Euro 18 neue Helden zu bekommen, alleine das wäre es mir schon wert. Für mich ist das eine klare Kaufempfehlung. Und kommen wir zum Zombicide Fantasy Crossover. Was versteckt sich dahinter? In diesem Pack erhaltet ihr im Prinzip sämtliche Helden aus Zombicide, Black Pack und Green Horde. Und die werden spielbar für Massive Darkness 2. Das dementsprechend erhaltet ihr da die passende Karten, wo die Helden den einzelnen Klassen zugeordnet werden. Und umgekehrt ist es aber auch so, ihr erhaltet hier Karten der Massive Darkness Helden und ihr könnt dann diese Helden in Zombicide nutzen. Das gleiche gilt auch für alle Monster. Und da müsst ihr jetzt Hintergrund wissen, sowohl Zombicide als auch Massive Darkness sind von Cool Mini or Not. Dementsprechend, das ist der Grund, warum es dieses Crossover Pack gibt. Dieses Pack ist auch nur noch sehr schwer erhältlich und habe ich im Internet auch nur noch für mehrere hundert Euro gefunden. Da wäre aber auch mein Tipp, wenn ihr da einen bestimmten Helden spielen wollt, weil ihr den zum Beispiel von Zombicide so toll findet, dann könnt ihr den einzeln bei eBay für lau ersteigern oder kaufen. Für mich persönlich muss ich sagen, sind Zombicide und Massive Darkness zwei verschiedene Universen, weshalb dieses Pack für mich ein No-Go war und ich es geskippt habe. Und dann sind wir auch schon beim Zubehör angelangt. Und als erstes gibt es als Zubehör Sleeves, die ihr für das Hauptspiel kaufen könnt. Da erhaltet ihr durchsichtige Kartenhüllen in den passenden Größen für sämtliche Karten, die da in der Grundbox drin sind und dann könnt ihr die einhüllen. Ich finde Einhüllen immer gut. Das Pack hier würde jetzt neu 19 Euro kosten. Allerdings, wenn es so ist wie bei uns und ihr schon Hüllen zu Hause habt, dann würde ich natürlich die Hüllen von zu Hause nehmen. Da muss man nicht extra 19 Euro ausgeben. Und das zweite Zubehör, was ich euch noch vorstellen möchte, sind Inlays oder Verstausysteme für die ganzen Karten und Miniaturen. Wer Massive Darkness 2 schon zu Hause hat, das sind unheimlich viele Miniaturen und Karten, auch wenn man jetzt nicht so viele Erweiterungen hat. Und die Boxen haben leider die Schwächen an sich, dass man dort die Karten nicht so gut ordnen kann. Und auch die Miniaturen fliegen schnell mal rum. Daher finde ich diese Verstausysteme unheimlich praktisch. Allerdings gehen die ab 80 Euro los und gehen in den 100 Euro Bereich. Da wäre auch meine Empfehlung, ich finde Verstausysteme wie gesagt gut, aber baut euch da lieber selbst was, dass ihr alles selber gelagert habt, das spart eine Menge Geld. Und das war's auch schon. Ich hoffe, ihr habt einen Überblick bekommen, was es so alles für Massive Darkness 2 Höllenstunden gibt. Schaut auch bei uns in den Kanal, in die anderen Videos von Massive Darkness 2 rein, würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao und haut rein.